So, wir werden jetzt nach Glasgow fahren. Sind auch schon bereit, haben unseren Auflieger hier, wie ihr seht, schon dabei. Wir fahren Munition. Also es ist heute eine ganz heikle Fracht. Ich weiß nicht, vielleicht sind hier auch Handgranaten dabei, wer weiß. Nicht, dass wir hier bei einem Fehler mal, ne, den Knall erleben. Das heißt ja, manche Leute brauchen manchmal so einen Knall. Wir werden den vielleicht auch erleben, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Ups. Sind wir jetzt mal hier wunderschön über den Bordstein gedümpelt da. So. Heften wir uns mal an die da hinten ran. Vielleicht fahren die ja irgendwie gemeinsam dahin. Da können wir uns da einfach so ein bisschen anschließen. Die lassen wir auf jeden Fall jetzt nicht entwischen. Jetzt haben natürlich eine rote Ampel, jetzt sind sie weg. Mist. Wir holen uns die. Wir machen die gleich Sirene an und hinterher, du. Nee, natürlich nicht. Aber vielleicht kriegen wir die noch. Können ja über Funk sagen, halt, stopp, wir haben eine Panne, Hilfe, Hilfe. Aber wir wollen uns ja auch hier nicht blamieren. Wir wollen ja wie immer einen guten Eindruck hinterlassen. Aber das haben wir eh immer. So, wir haben, wie viel Tonnen sind das? 22? Na gut, das ist natürlich nicht ganz so viel. Wir können natürlich mehr ziehen. Es geht also noch recht flink voran. Denn so richtig überladen sind wir nicht. 664 Kilometer haben wir jetzt. Das ist natürlich schon eine etwas längere Distanz. Aber Köln, das ist mal eine Stadt, die kenne ich. Da bin ich häufiger mal. Vielleicht sehen wir den Kölner Dom. Können wir mit dem LKW direkt auf die Kölner Domplatte da hochfahren. Es ist ja heutzutage oft so, dass die Leute ja nicht ganz so laufbegabt sind, dass sie dann überall direkt bis praktisch in den Laden reinfahren. Meine, was ja auch nicht schlecht ist. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, nur das ist manchmal lustig, wenn dann meinetwegen eine Currywurstbude ist oder so. Und dann parken ja manche Leute so dicht, obwohl da kein Parkplatz mehr ist, an dem Currywurststand, dass die, wenn die ihre Tür aufmachen, der Verkäuferin da fast die Thekenscheibe da einschlagen. Ja? Also das klingt jetzt ein bisschen banal, aber teilweise gibt es schon Leute, die können selbst 3 Meter nicht so richtig mehr gehen. Also scheinbar. So, M25. M steht wahrscheinlich für Motorway. Das ist ja in England wie in Amerika der Highway oder in Deutschland die sogenannte Autobahn. Hat bestimmt schon mal einer von euch gehört, den Begriff. Warte mal, wir haben hinten. Also ich bin jetzt mal wieder in letzter Zeit. Ich bin ja viel in echt mit dem Auto unterwegs, aber ich finde, viele LKW-Fahrer toppen immer aufs Neue das, was ich von ihnen erwartet hätte. Ich bin da neulich gefahren, das war irgendwie in einer Baustelle. Da war 100. Und mich hat doch da mit 107, 108 war das bestimmt, ein LKW überholt. Und ich dachte, was? Bin ich jetzt blöd? Ich wollte irgendwie meinen Augen nicht trauen, aber es ist wohl doch passiert. Auch wenn ich damit nicht gerechnet hätte. Aber so mancher LKW-Fahrer, der kennt dann wohl teilweise wirklich gar keine Grenzen mehr. Pass auf, blablabla. Cruise Control machen wir mal 83. Ich meine, das ist natürlich A, nicht erlaubt, den LKW dann, ja, dass man da diese Abgrenzung, diesen Abregler rausnimmt, rausprogrammiert, abschaltet im System.
Und dann, meinetwegen, schläft er ein oder so, weil die Zeitung, die er gerade liest, zu langweilig ist und fährt auf dem Stauende auf. Und dann ist man wieder am Rätseln, woran es gelegen hat. Ja gut, aber man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, Bremsen vom LKW, die sind natürlich nicht unbedingt ausgelegt dafür, wenn das Ding mit über 100 da lang rast. Tja. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Also wirklich, die dollsten Sachen, ne? Und immer, ich hatte neulich einen, der ist halt mit 100 gefahren. Da dachte ich mir schon, oh, das ist ja hier, ne? Aber der eine, der da wirklich mit fast 110 da lang gebrettert ist, das ist schon eine helle Wahnsinn gewesen. Also wirklich. Und das übertreibe ich jetzt nicht. Ich bin selbst, ja, so immer etwas schneller als 100. 100 ist ja je nachdem, man ist ja manchmal schneller, mal langsamer, so 101, 102, 103 gefahren. Und der war noch deutlich schneller, der LKW. Ne? Und, boah, ich dachte mir, was ist das denn? Ne, sah aus. Ich dachte, vielleicht ist irgendwie eine versteckte Kamera oder so. Und das ist hier irgendwie nur eine Testfahrt. Irgendwie, oder die testen was, aber das war wirklich irgendwie vollkommen ernst gemeint. Tja, das ist so ein Ding. Die Sache mit der Sicherheit ist dann zwar so eine Sache, ne? Wie ihr wisst, PTU-Leitspruch, den ich selbst ins Leben gerufen habe. Die Pünktlichkeit ist wichtig, jedoch steht die Sicherheit an erster Stelle. Das scheint ganz vielen LKW-Fahrern ziemlich egal zu sein. Wobei die natürlich einen ganz schönen Druck haben. Müssen immer pünktlich ankommen. Und dann gibt es mal deswegen Stau oder irgendwie eine andere Art von Verzögerung. Und dann, ich meine, natürlich ist es klar, damit die dann ihre Kunden zufriedenstellen, wollen sie pünktlich kommen, aber das dann so zu regeln, ist, glaube ich, dann der komplett falsche Ansatz. Da müsste man irgendwie Möglichkeiten schaffen, dass sowas dann auch, ja, wie soll man sagen, akzeptiert wird, ne? Dann zum Wohle der Sicherheit, dass man eben jetzt meinetwegen mal 2 Stunden später kommt. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht so leicht, wenn ich das sage. Das ist wahrscheinlich für jemanden, der in einem logistischen Bereich da irgendwie arbeitet, wahrscheinlich die totale Katastrophe, wenn ich jetzt mal ganz salopp sage, ja, kommt der halt 2 Stunden später. Aber ich meine, irgendwie muss man doch wissen, dass die Sicherheit wichtig ist, ne? Ich meine, es passiert ja nicht selten. Es war auch neulich, da hatte ich von einem Fall gelesen, da hatte ein LKW-Fahrer in einer weit ausgedehnten Kurve die Kontrolle über seinen LKW verloren. Ich dachte erst, das wäre irgendwie so satiremäßig, aber das war ernst gemeint. Wahrscheinlich auch als Folge davon, wenn du da viel zu schnell lang ratterst und dann wahrscheinlich noch überladen oder so, da ist das natürlich eine nicht ganz so coole Kombination. Oder auch, oft habe ich das dann gesehen, Rastplätze. Ist wahrscheinlich den allermeisten von euch natürlich auch bekannt, wie voll die sind. Oft sehe ich Rastplätze, wo dann schon an der Einfahrt, wo dann diese Ausfahrt ist zu diesem Rastplatz, dass da schon komplett auf dem Seitenstreifen überall die LKW stehen. Und dann stell dir mal vor, dann kommt da nachts irgendeiner an, ja, und will da reinfahren und denkt nicht ganz mit und dann kawumms rauscht der einen da hinten rauf. Ja, Oder du parkst wirklich da, wo die Ausfahrt ist zum Rastplatz. Also die Ausfahrt von der Autobahn auf den Rastplatz. Stehst da morgens auf, willst da eine Runde spazieren gehen morgens, um wach zu werden. Machst dann die Tür hier seitlich hier links auf. Und dann kommt da gerade der Kollege mit 110 da und fährt da gerade auf dem Rastplatz ab. Ne, du, dann aber gute Nacht. Dann, wahrscheinlich passiert dir das nur einmal, je nachdem, wie es kommt. Oder die Tür, die du dann hattest, macht es auch nur einmal mit. Wobei der Fall, dass dann nur die Tür weg wäre, dann noch der glücklichste Ausgang wäre in der Situation. Also es gibt schon wirklich nicht ganz so,
ja, glückliche Fälle manchmal. Und das, was ich ja jetzt hier erzähle, das ist ja jetzt nicht irgendwie aus heiterem Himmel. Das ist ja wirklich durchaus ein sehr realistisches Szenario, denn Rastplätze, man hört es immer wieder, sind überfüllt. LKW-Fahrer sind dann gezwungen, obwohl dann eben der Fahrtenschreiber sagt, ne, jetzt Schluss, dann trotzdem weiterzufahren. Da ist ein riesen Handlungsbedarf natürlich. Und immer natürlich zu sagen, ach, die LKW-Fahrer, ja, dann suchen die sich halt den nächsten Rastplatz. Das ist natürlich auch keine Lösung. Das ist natürlich, denke ich mal, jedem von euch klar. Wir haben hier den Vorteil, wir fahren einfach immer weiter. Wir müssen uns damit zum Glück nicht befassen. Wir können sagen, wir fahren nur. Um den Rest kümmert sich irgendjemand. Aber in echt ist das dann natürlich schon, ja, durchaus chaotisch. Wobei, was ich persönlich so als Beruf, also was heißt als Beruf, also mal ganz interessant finde, so Reisebusfahrer, ja, da fährst du Bus und fährst auch noch durch ganz Europa. Und das ist, ich finde das irgendwie so interessant, ne, zu wissen. Auch hier, wir fahren hier wirklich durch ganz Europa mit diesem LKW und nehmen den immer als unser Zuhause mit. Oder wenn du meinetwegen mit einem Segelboot irgendwo hinsegelst oder mit einem Schiff irgendwo hinfährst, oder mit einem Wohnmobil oder mit einem Wohnwagen. Das Spannende, finde ich, ist immer, dass du alles so mitnimmst. Und das ist ja auch so. Und beim Reisebus auch. Oder wenn du mit dem Auto meinetwegen, was weiß ich, irgendwie in den Alpenurlaub machst und fährst da selbst hin. Das finde ich, das hat irgendwie auch was, ne? Dass du sagen kannst, Mensch, das Auto hier, mit dem war ich schon da. Und das war mein treuer Begleiter auf diesen Wegen. Das ist doch einfach schön zu wissen, dass man so gemeinsame Erinnerungen hat. Ich glaube, wir müssten eigentlich auch mal wieder... Ach nee, warte mal, wir fahren über Birmingham. Ich weiß es nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher. Was ist das jetzt hier für ein Konstrukt? Das sieht hier wieder nach einer Abfahrt aus. Manchester, Sheffield, Liverpool. Ach, sag mal, Tim, bist du denn eigentlich jetzt ganz außer Sinn? Was ist das denn? Wir fahren doch nach Glasgow. Und ich dachte, wir fahren jetzt nach Calais und fahren mit der Fähre rüber. Was war das denn für ein Blackout? Eieiei. Erzählt es keinem weiter, nachher denken die noch, ich bin dement oder so. Ist so eine schöne Gegend hier, ne? Wäre natürlich eigentlich am allerschönsten, wenn wir so an der Küste gefahren wären. Wäre wahrscheinlich ein riesen Umweg, aber natürlich deutlich, deutlich schöner. Puh. Also mir wird's ja langsam heiß, du. Ihr wollt gar nicht wissen, das ist in Deutschland dann zum Teil ganz schlimm. Wenn draußen Temperaturen über 30 Grad sind und gerade dann im Haus sind, dann, was weiß ich, 35 Grad und man sitzt dann hier schon. Puh, also das ist schon heftig. Und ich kann jetzt hier auch für die Aufnahme gerade schlecht das Fenster öffnen. Wobei, gut, dann wird es wahrscheinlich noch wärmer werden. Aber es ist schlimm. Und dann läuft der Computer und macht es nochmal wärmer. Es ist wirklich, ich meine, das werden vielleicht einige von euch kennen, zum Teil in Häusern nicht mehr auszuhalten, meine Temperaturen. Oh, da würdest du dir echt wünschen, ne? Komm, schmeiß die Klimaanlage an. Ich hab's auch wirklich, und das sage ich immer wieder, ich hab's lieber zu kalt als zu warm. Nur bei zu kalt ziehst du dich einfach warm an. Aber was machst du bei zu warm? Man kann sich dann ja zwar praktisch dann hier... Ja, die Jacke ausziehen, aber gut, die habe ich ja eh nicht an. Ja, und dann haben wir natürlich schnell ein Problem. Ja, außer man hat eben eine Klimaanlage. Aber gut, das ist natürlich auch nicht ganz so leicht, weil man muss ja dann meistens so einen Schlauch dann nach außen legen, wo dann die warme Luft
abgeführt wird. Und das ist dann auch mit, ja, relativ viel Aufwand verbunden. Gerade wenn man zum Beispiel kein Rollo irgendwie hat, was man dann runter machen kann, dass nur noch das Rohr rausguckt. Wenn man zum Beispiel eine ganz normale Jalousie hat, dann ist das relativ schwer, das umzusetzen. Ja gut, oder es gibt natürlich feste Klimaanlagen, aber eigentlich ist das ja in Deutschland nicht so üblich. Aber es ist, finde ich, in den letzten Jahren im Sommer immer unheimlich heiß gewesen. Oder ich kann das auch noch aus meiner Schulzeit, wenn du dann ja, siebte Stunde oder so hast, oder achte Stunde, sitzt dann im dritten Stock und da schmilzt ja fast schon die Farbe von den Wänden, so heiß wird das. Also jetzt im übertragenen Sinne, ne? Also es war wirklich so heiß. Es war wirklich, war richtig schlimm. Gerade wenn das mal so ein etwas windstillerer Tag war, das war wirklich. Das grenzte schon an Quälerei. Weil, ich weiß nicht, einige von euch kennen es vielleicht, ich weiß auch nicht, vielleicht wohnt ja bei euch, einer von euch irgendwie in irgendeiner Wohnung, die relativ hoch gelegen ist. Der wird das Problem dann wahrscheinlich auch allzu genau kennen. Und hitzefrei ist er dann in der Oberstufe, 10., 11., 12. Klasse, in den meisten Fällen ja so eine Sache. Das gibt's ja eigentlich nicht mehr. Also ich kannte es aus meiner Schulzeit. Für die Klassen gab es keinen Hitzefrei. Da konnte es draußen 60 Grad, 70 Grad sein oder so. Das war egal. Es gab halt keinen Hitzefrei. Na gut, wie viel da noch bei rumkam, ist natürlich die Frage, wenn man dann Unterricht gemacht hat. Aber das ist ja generell mit allem so. Selbst wenn ich mich jetzt auf eine Terrasse setzen würde, wäre mir das immer noch zu heiß. Außer wenn ich im Schatten wäre. Und ich hätte meinetwegen so ein, wie sagt man, so ein, so eine Markise, genau. Ach, mir fehlen teilweise die Begriffe, Mensch. Wenn du dann unter der Markise sitzt, dann ist das vielleicht was anderes. Dann kannst du wirklich sagen, keep cool. Aber wir fahren jetzt erstmal weiter nach Glasgow und versuchen. Warte mal, wie warm ist das draußen? Das steht doch hier bestimmt auch irgendwo. Temperature, ja, Water. Tja, gut, da ist viel wärmer als gerade in echt. Sind aber. Also hier, also. Das sieht ja auch noch im sonnigen Tag im ETS aus. Leider wird die Außentemperatur nicht angehen. Doch, 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 da ist sie. 22 Grad. Ja, das sind auch angenehme Temperaturen. Und ich würde sagen, bei denen können wir uns dann auch weiterhin auf den Weg machen nach Glasgow.